Wir befinden uns in einem der vier deutschen Polizeipräsidien. Hinter jeder dieser Türen arbeiten Polizeibeamte, um die Bevölkerung vor kriminellen Elementen zu beschützen. Unterstützt werden sie in der modernen Kriminalistik von einem Stab von Wissenschaftlern, deren höchste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Wie groß diese Hilfe auch ist, die Aufklärung eines Verbrechens hängt doch letzten Endes von der mühevollen Kleinarbeit der einzelnen Kriminalbeamten ab. Von ihrer Erfahrung, ihrem Instinkt, ihrer Menschenkenntnis und nicht zuletzt von ihrer Hartnäckigkeit. Zur Schulung und Weiterbildung des Polizei- und Justiznachwuchses besitzen einige größere Polizeibehörden ein Kriminalmuseum. Selbstverständlich sind diese Museen für die Öffentlichkeit gesperrt. Und darum müssen auch Ort und Personen so verändert werden, dass für sie keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge mehr möglich sind. Alles, was hier zu sehen ist, steht in mittel- oder unmittelbarem Zusammenhang mit einem Verbrechen. Erbrochene Tresore, Geräte zur Herstellung von Falschgeld, verschiedene Waffen, Einbruchwerkzeuge, Mordinstrumente. Und hier ein Stück Nerz. Davon erzählt unsere heutige Geschichte. Sollten sich verbinden lassen. Falls so schlimm, Herr Kommissar. Übrigens, mein Name ist Arendt. Sagen Sie, wie lange dauert's denn noch? Ich muss nämlich zu meinem Zug. Mein Bräutigam erwartet mich. Wir wollen nämlich morgen heiraten. Keine Sorge, Sie kommen ganz bestimmt noch zurecht. Außerdem verzögert sich ja sowieso durch den Unglücksfall die Abfahrt des Zuges. Wie, aber... Ja, was ist? Wenn ich doch gar nicht gesehen habe. Was soll ich also zu der Sache sagen? Das Mädchen fiel ganz plötzlich vor den Zug, das war alles. Und der Herr hier, der hat noch versucht, sie zurückzuhalten. Ein Held, ein unerschrockener Mann. Ja, ja, ja. Da haben Sie ja eine doch eine ganze Menge gesehen. Wir sind ja gleich fertig. Herr Heinemann, haben Sie die Personalien der Toten festgestellt? Ja, sie hat keine Papiere bei sich gehabt, Herr Kommissar. Nur Puderdose, Lippenstift und was sonst noch dazu gehört, aber keine Papiere. Ach so, ja, und noch diese Zeitschrift, Mats Kall, anscheinend englisches. Vielleicht eine Ausländerin. Wohin wollte sie denn reisen? Sie hatte nur eine Bahnsteigkarte bei sich. Offenbar wollte sie jemanden abholen. Oder jemanden begleiten, klar. Mich wundert nur, dass sich niemand meldet. Wahrscheinlich ist er nicht gekommen. Woher wissen Sie denn, dass es ein Mann war? Bei solchen Frauen ist es immer ein Mann. Sie werden entschuldigen, ich möchte Sie nur fragen, wann Sie den Bahnsteig wieder freigeben. Ja, ja, wir sind ja der ganze Zugverkehr kommt. Also, Herr Kommissar, wenn ich meinen Zug versäume und womöglich auch noch meinen Bräutigam, mache ich Sie aber für die Folgen verantwortlich. Das wäre allerdings furchtbar. Meister, können wir in Ihrem Dienstzimmer die Vernehmung durchführen? Selbstverständlich. Bringen Sie bitte die Zeugen zur Bahnpolizei. Moment, bitte lassen Sie mich durch. Reporter vom Morgenblatt. Lassen Sie mich durch, bitte. Einen Augenblick, bitte. Der hat mir gerade noch gefehlt. Reporter vom Morgenblatt. Halt! Tut mir leid, ich kann keine Ausnahme machen. Aber Mann... Herr Wachtmeister, lassen Sie den Herrn ruhig durch! Das war aber nett von Ihnen, Herr Kommissar.
Dafür tue ich Ihnen auch wieder mal einen Gefallen. Ich höre immer wieder. Der einzige Gefallen, den Sie mir tun können, ist der, sich hier möglichst selten zu machen. Aber sagen Sie, Herr Kanto, wie haben Sie denn das alles so schnell spitz gekriegt? Geschäftsgeheimnis. Bitte zurücktreten. Was für ein Mordmann? Woher wissen Sie denn, dass das Mädchen ermordet worden ist? Die Anwesenheit der Mordkommission sagt es mir. Aber Herr Kantor, Sie sind doch lang genug in dem Geschäft. Schauen Sie, unsere ganze Arbeit hier ist doch eine reine Routinesache. Es handelt sich um einen Unfall oder um einen Selbstmord. Wird schon so sein, wie Sie sagen. Darf ich mal sehen? Nee, was erlauben Sie sich denn? Also Ihre Selbstmordtheorie können Sie gleich streichen. In dem Nerz wirft sich keine Frau vor den Zug. Sie wollen doch nicht behaupten, dass das ein echter Nerz ist. Aber einer von den allerechtesten. Azurenerz. Ein Mantel von der Sorte kostet seine 30.000. Mindestens. Sind Sie sicher? Bombensicher. Davon laufen in ganz München höchstens ein paar Dutzend herum. Sperre aufheben. Herr Kantor, ich glaube, Sie haben mir heute ausnahmsweise wirklich einmal einen Gefallen getan. Das tue ich doch immer. Nur schade, dass Sie mir so selten zuhören. Na, kurz. Hallo, Herr Kommissar. Und Sie haben auch nicht gesehen, ob das Mädchen in Begleitung war? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts gesehen habe. Überhaupt nichts. Ich habe nur gehört, wie sie plötzlich aufgeschrien hat. Und dann hat dieser Herr dort, der hat noch versucht, sie zurückzuhalten. Dabei ist er fast selbst hingefallen. Ja, Gott sei Dank kam zur rechten Zeit die Lokomotive und hat ihn dann zurückgestoßen. Gott sei Dank ist gut. Darf ich jetzt gehen? Ich muss nämlich zu meinem Zug, meinem Bräutigam. Ach nee, bleiben Sie noch ein bisschen. Na, wie geht's unserem Helden? Die Lok hat ihn ganz schön erwischt. Ein Glück, dass sie ihn auf den Bahnsteig zurückgestoßen hat. Haben Sie gesehen, wie es zu dem Unglück gekommen ist, Herr Arendt? Nein, eigentlich nicht. Dabei stand ich neben dem Mädchen, als der Zug einfuhr. Ganz dicht an der Bahnsteigkante? Ja. Man muss doch immer diesen Gepäckkarren ausweichen. Ich hörte sie plötzlich aufschreien, fuhr herum, sah sie fallen und versuchte sie noch zu fassen. Autsch! Der Mann müsste das Bundesverdienstkreuz kriegen. Das hätte für ihn verdammt schief gehen können. Sie haben also nicht gesehen, dass das Mädchen gestoßen wurde. Vielleicht ganz unabsichtlich. Bei dem Gedränge wäre es natürlich möglich gewesen. Aber ich glaube es nicht. Sie haben jedenfalls nichts bemerkt. Nein, Herr Kommissar. Gut. Na, dann vielen Dank, Herr Arendt. Ich will Sie auch weiter nicht aufhalten. Herr Einemann, haben Sie die Adresse des Zeugen? Jawohl, die habe ich. Na dann, baldige Besserung. Danke, Herr Kommissar. Kann ich jetzt gehen? Denn wenn ich nämlich meinen Zug verpasse... Dann verpassen Sie auch Ihren Bräutigam. Ja. Ich weiß. Haben Sie Namen und Adresse der Zeugin? Jawohl, Umlauf, Gerda. Heute heiße ich noch Fräulein Umlauf, aber ab morgen bin ich nur noch unter Frau Ritter zu erreichen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Ritter. Um Gottes Willen, nicht beschreiben. Erst ab morgen. Na, toi, toi, toi. Na, haben Sie etwas rausbekommen? Kein Mensch will was gesehen haben. Na, wahrscheinlich gab es auch nichts zu sehen. Das Mädchen ist zu nah an der Bahnsteigkante gestanden. Ihr ist übel geworden oder sie ist unabsichtlich angerempelt worden. Hm? Azurenerz. Woher wissen Sie denn das? Lieber Einemann, sowas weiß man doch. Davon laufen in München höchstens ein paar Dutzend rum. Hat mindestens 30 Mille gekostet. 30.000 Mark für einen Mantel. Ich möchte wissen, wie das Mädchen zu dem Nerz gekommen ist. Sie werden lachen, ich auch. 30.000 Mark. Natürlich. Es hätte ja auch mich erwischen können. Ich stand ja direkt neben mir. Stellen Sie sich vor, das unmittelbar vor der Hochzeit. Mein armer Bräutigam, der ist ohnehin so sensibel. Der hätte das bestimmt nicht überlegt. Ich dachte, Sie hätten es so eilig. Naja, auch die Presse hat ein Recht auf Auskunft. Und außerdem fährt mein Zug erst in einer halben Stunde. Herr Kantor. Und daran sind Sie schuld. Schön runterschlucken. Herr Kantor, eigentlich könnten Sie mir doch einen Gefallen tun. Gerne. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie über den Unfall schreiben... Unfall, Herr Kantor. Auch die Bevölkerung aufzufordern, uns zu helfen, die Tote zu identifizieren. Wird gemacht. Daten und Personalbeschreibung gebe ich Ihnen telefonisch. Geht in Ordnung. Und überarbeiten Sie sich nicht. Dankeschön. Keine Sorge. Unfall. Also vor allem müssen wir erst mal feststellen, wer die Tote ist. Heinemann, können wir bitte die Fotos vom Bahnhof haben? Gut, schicken Sie sie gleich runter. Lauter billige Kaufhausartikel. Ein Mädchen, das sich so einen teuren Pelz leisten kann, müsste eigentlich bessere Sachen haben. Möglichst mit Monogramm, da wären wir jetzt schon ein Stückchen weiter. Ja. Also der einzige Anhaltspunkt, der uns jetzt bleibt, ist dieses Etikett. Tja, ich weiß wirklich nicht, ob Ihnen das weiterhilft, meine Herren. Ich verkaufe jede Woche ein, zwei Nerzmäntel, wenn Sie da Aber alle Namen... Aber keine. Ja, ja, schon gut, Dankeschön. Aber keine Azurenerze für 30.000 Mark. 35.000 Mark, bitte. Das ist wirklich schon das Äußerste. Wir brauchen nur Ihre Kundenliste, Herr Körper. Bitte, meine Herren, haben Sie doch Verständnis für meine Lage. Verzeihung, Herr Körper. Gräfin Ledebur erwartet Ja, ich komme sofort. Unsere Kunden können von uns genauso Diskretion erwarten wie etwa ein Arzt oder ein Anwalt. Und ich erwarte von Ihnen Offenheit. Ich bitte Sie nicht so laut, meine Kundschaft. Es handelt sich um den Tod eines Menschen. Also gut.
Elfie. Ja, bitte? Bringen Sie bitte das Ausgangsbuch. Ich komme sofort, Gräfin. Diese Indiskretion muss aber unbedingt unter uns bleiben, meine Herren. Herr Körper, das Ausgangsbuch. Ja, ich danke schön. Bis vor einem Jahr, sagten Sie, ja. Schönen Dank, Herr. Darf ich bitte das Foto von dem Pelz noch mal sehen, ja? Bitte? Ja, danke schön. Ja, Azuren, Azurenerz. Hier, 2. Februar, Mr. Michael Conray, Chicago. Nein, danke. 30. Juli, Frau Emily Hoffmann, Hamburg. Das könnte immerhin die Tote sein. Kaum, Frau Hoffmann ist über 50 Jahre alt. Ja, dann nicht streichen. Bitte weiter. Vielleicht ist der Pelz gestohlen worden. Man muss doch jeder Spur nachgehen, Herr Kommissar. Und hier der letzte Käufer, Herr Eberhard Eggers, Goethestraße 14, München 2. Wann gekauft? Am 6. Oktober, also vor 4 Monaten. Vielen Dank, Herr Körper. Ja, das wäre alles. Guten Tag. Verzeihung. Dankeschön. Guten Tag, Herr Egger selbst? Ja, warum? Entschuldigen Sie, Kriminalpolizei. Dürfen wir einen Augenblick stören? Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Wollen die Herren Platz nehmen? Danke, es lohnt sich nicht. Herr Eggers, Sie haben im Pelzhaus Körper einen Azurenmantel gekauft. Stimmt. Ist das neuerdings strafbar? Ist besser, Sie überlassen das Fragen uns. Umso schneller sind Sie uns wieder los. Wenn Sie mir nicht erklären, worum es sich handelt, dann bestehe ich darauf, nur in Gegenwart eines Anwalts Auskünfte zu geben. Wir haben den Tod eines Menschen aufzuklären. Kennen Sie diese Tote? Nein, ist mir völlig unbekannt. Wollen Sie nicht doch... Nein, danke. Darf ich jetzt bitte den Pelz sehen? Da kommt er gerade. Was ist denn mit meinem Pelz? Hätte er noch nicht bezahlt? Also, Hella, die Sache ist gar nicht so komisch. Die Herren sind von der Kriminalpolizei, meine Frau. Ja, um Gottes Willen. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, wir hatten nur einige Fragen an Herrn Gemahl. Ein sehr schöner Nerz. Bitte darf ich das Etikett sehen? Dankeschön, das wäre alles. Ich bitte um Entschuldigung. Keine Ursache. Tag, meine Herren. Entschuldigen Sie, noch eine Frage. Wann haben Sie den Pelz gekauft, Herr Eggers? Ach so. Ja, das kann ich ehrlich nicht, kann ich so genau sagen. Ungefähr, nur ungefähr. Ich glaube Herbst, so Oktober. Vielen Dank, Herr Bitte. Eggers. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, Herr Plötz, ist Ihnen eigentlich gar nicht aufgefallen, dass der Eggers so nervös geworden ist? Der hatte doch gar keinen Grund dazu. Diese Leute haben doch immer ein schlechtes Gewissen. Zoll, Steuerhinterziehung, was weiß ich. Ich möchte wetten, der Nerz hat auf Geschäftsunkosten abgesetzt. Möglich. Ich möchte bloß wissen, wer für so altmodischen Kram da sein gutes Geld ausgibt. Ich zum Beispiel, wenn ich es übrig hätte. Da schauen Sie sich mal diese schöne arabische Arbeit an. Die möchte ich haben. Naja, die Dummen werden eben nicht alle. Oh, Verzeihung, Herr Kommissar. Aber sehen Sie sich doch nur mal die Preise ganz da flott. An. Aber er muss doch den Nerz für seine Frau einkalkulieren. 35.000 Mark für einen Pelz. Das neue Morgenblatt. Regierungskrise in Rio. Bitte sehr, wer ist die Tote im Nerz? Das neue Morgenblatt. Zeitung. Oh, Herr Kommissar, persönlich. Wer ist denn nun die Tote im Nerz? Frau Schnauzer, mein Junge. Wer ist die Tote im Nerz? Das neue Morgenblatt? Bodenlose Schweinerei ist das. Das ist doch das Letzte. Möchte nur wissen, wo der Kerl die Frechheit hernimmt. Wenn der mir unter die Finger kommt, der kann was erleben. Was für eine Laus ist Ihnen denn so früh über die Leber gelaufen? Laus? Das ist der richtige Ausdruck für diesen Reporter Kantor. Da, lesen Sie selber, Kollege Schweiger. Mord auf Bahnsteig 18. Das unser stadtbekannter Kommissar Plötz... Den heimtückischen Mörder dieses jungen Mädchens bald der Gerechtigkeit zuführen werden. Der Kerl ist ja verrückt. Ein bisschen geschwollen, aber sonst ganz schmeichelhaft für Sie. Finden Sie! Hören Sie, wir haben doch nicht den geringsten Beweis, dass das ein Mord ist. Das kann doch ein Unfall sein oder sowas ähnliches. Das Mädchen ist gestolpert oder der Gepäckkarren hat sie angefahren. Das gibt doch keine Schlagzeile für Kantor. Sie, Herr Heinemann, rufen Sie sofort die Zeitung an. Der Kantor muss her, tot oder lebendig.
tot oder lebendig. Ach, Sie lachen, Herr Kollege. Na, wie steht's denn mit Ihrer Rauschgiftbande? Die haben Sie doch in München direkt vor der Nase. Haben Sie die schon erwischt? Nein, keinen einzigen. Aber ich kriege sie, und zwar schneller als Sie, Ihren Mörder der Dame in der... Dass ich nicht lache. Unser stadtbekannter Kommissar. Ach, eigentlich gar nicht so wichtig. Kommissar Plötz wollte sich nur für seine netten Zeilen bedanken. Oh, bitte, bitte. Wir sind ein höfliches Unternehmen. Auf Wiedersehen. Bodenlose Schweinerei. Also der Bursche muss her, tot oder lebendig. Sie finden ihn nicht. Ändern, mit dem Kantor. Ach so, natürlich, ja. Dankeschön. Heinemann, gib bitte Augenblick bitte, ja. Ja, wie war der Name? Rheinberg, ja. Wie Rhein und Berg, aber ohne H, ja. Direktor des Thalia-Theaters, ja, ja. Wie? Augenblick bitte. Er vermisst seit gestern Abend eine Schauspielerin. Alter und Aussehen treffen auf die Dame im Nerz zu. Soll um 12 Uhr zur Identifizierung kommen. Da kommt auch das Ehepaar, da können wir gleich alles auf einmal erledigen. Können Sie um 12 Uhr kommen? Nein, nicht hierher ins Büro. Ins Leichenschauhaus. Tochter ist. Seit 4 Tagen ist sie weg. Ich, vielleicht genügt es doch, wenn nur mein Mann. Ja, ist gut, Frau Roger. Kommen Sie bitte. Als Sie gestern Abend nicht in die Vorstellung kamen, da habe ich mir gleich gedacht, dass irgendetwas passiert ist. Sie war doch immer so gewissenhaft. Ich habe mindestens ein Dutzend Mal bei ihr angerufen, aber sie meldete sich nicht. Und als ich dann die Zeitung las... Helga Nissen, wie alt? Ich weiß nicht genau. Sie ist... sie war 21 Jahre alt. 21, Ihre Adresse bitte? Hesselohe Straße 13. Armes Mädchen. Viel hat sie ja von ihrem Leben nicht gehabt. Aber jetzt haben wir wenigstens ein paar Fotos von ihr. Ich verstehe nicht, dass ein Mensch in so einer armseligen Mansarde haust, wenn er sich einen Pelzmantel für 35.000 Mark kaufen kann. Lieber Heinemann, eine Dame kauft sich keinen Nerz, den lässt sie sich schenken. Mir schenkt keiner einen Nerz. Sie sind ja auch keine Dame. Entschuldigen Sie bitte, eine Frage. Sie kennen doch sicher Fräulein Helga Nissen, die ist doch Kundin bei Ihnen. Aha. Haben Sie sich auch schon öfter mit ihr unterhalten? Naja, was man eben so redet, nicht? Hat sie denn Freunde? Das weiß ich nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, ging sie das gar nichts an. Na, da haben Sie sicher recht. Aber wissen Sie, wir sind nämlich von der Kriminalpolizei. Erzählen Sie uns doch was drüber. Sie, ich weiß wirklich nichts. Frau Nissen ist ja nur selten zu Hause, nicht wahr? Abends geht sie zur Vorstellung, vormittags sind die Proben. Was ist denn los? Hat sie denn nie Besuch? Och, nö. Das heißt, ab und zu ist mal eine Freundin gekommen. Das können Sie mir doch nicht weismachen, dass so ein hübsches Mädchen wie die Helga Nissen keine Freunde hat. Sie, ich weiß es wirklich nicht. Frau Nissen ist da erst vom halben Jahr hier zugezogen. Na schön. Wo hat sie denn vorher gewohnt? Naja, eben bei dieser Freundin da. Namen weiß ich nicht. Wissen Sie zufällig die Adresse? Ottostraße, 3. Querstraße. Dankeschön, wir sind auch Münchner. Hausnummer? Weiß ich nicht, aber warten Sie mal. Im Eingang, da ist ein Papagei. Aha, grüß Gott. Grüß Gott! Grüß Gott! Jetzt müssten wir natürlich noch wissen, wie die Freundin eigentlich heißt. Schauen Sie doch mal, dass wir einen Hausmeister erwischen. Der wird doch seine Mieterinnen kennen. Suchen die Herren eine bestimmte Dame? Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Entschuldigung, aber ich kenne den Namen der Dame nicht. Verheiratet oder Junggesellin? Schlank, blond, mollig? Da ich zu fast allen Mietern des Hauses in einem sehr netten und näheren Verhältnis stehe, kann ich Ihnen natürlich auch den Namen nennen. In einem sehr netten, näheren Verhältnis? Rein geistig natürlich, sozusagen weingeistig. Ich bin Vertreter in Spirituosen. Schnäpse, Weine, Liköre, bei mir alles zu Großhandelspreisen. Gestatten, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Gluck. Gluck, Gluck. Sehr erfreut, Herr Gluck. Wir suchen diese Dame. Helga Nissen.
Sherry Brandy, süße Liköre. Leider benötigte die Dame immer nur eine Flasche im Monat. Aber ein reizendes Mädchen. Wohnt nicht mehr hier. Ist vor einem halben Jahr etwa... Ausgezogen, ich weiß. Wir suchen sie bei ihrer Freundin. Lore Bachmann. Ach, Sekt. Was sage ich, Sekt? Französischer Champagner. Ah, ich kenne die Dame schon lange. Noch aus der Zeit, als sie sich nur ab und zu mal eine Flasche Hausmarke leisten konnte. Idiot! Aber die wird Ihnen bestimmt verraten können, wo Sie Fräulein Nissen finden. Obwohl sie nur noch selten auf Besuch kommt, seitdem sie den neuen Freund hat. Ach, Helga Nissen hat einen Freund? Aber nein, ich meine doch Lore Bachmann, ihre Freundin. Und deshalb muss die ja Helga auch ausziehen. Ist ja auch ein bisschen eng in der anderthalb Zimmerwohnung. Natürlich, Sie kennen Helga Nissen eher. Na, so nah nur auch wieder nicht. Aber das spricht doch gerade für Sie. Ist ein uranständiges Mädchen. Na, keinen Freund? Keinesfalls. Selbst wenn sie einen hätte, mir wäre das nicht entgangen. Davon bin ich überzeugt. Aber wir wollen trotzdem Fräulein Lore Bachmann sprechen. Bitte sehr. Zweiten Stock, dritte Tür links. Mich entschuldigen die Herren jetzt. Ich möchte mich meines Mülleimers hier entledigen. Tun Sie das. Wiedersehen. Vielen Dank. Wenn die Nissen so ein uranständiges Mädchen war, woher hat sie dann bloß einen Pelz für 35.000 Mark? Wenn sie noch einmal was von 35.000 Mark sagen, Herr Heinemann. Pardon. Zweiter Stock, hat er gesagt? Ja, dritte Tür links. Pardon. Ach, schön, dass ich Sie noch treffe. Ich hatte vorhin ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen auch gerne zur Verfügung stehe, wenn Sie mal was benötigen. Hier meine Karte mit Höchstrabatt, selbstverständlich. Vielen Dank. Wir kommen darauf zurück, wenn wir was benötigen. Übrigens waren wir ganz vergebens oben. Fräulein Bachmann war nicht zu Hause. Ja, wieso? Sie sind doch gerade mit ihr raufgefahren. Was, das war die Bachmann? Ja, und jetzt ist sie weg. Verdammter Mist. Gut Gott! Warum haben Sie denn nicht gleich gesagt, dass das die Bachmann war? Jetzt schlägt's aber 13. Erstens mal kam ich gerade aus dem Keller, als sie ging. Und zweitens kann ich nicht wissen, dass Sie gerade auf die Dame scharf sind. Sie fragten ja immer nach Fräulein Nissen. Und drittens mal, was wollen Sie überhaupt von mir? Ich kenne Sie ja gar nicht. Kann nachgeholt werden, Kriminalpolizei. Ach so. Na, das hätten Sie auch gleich sagen können. Ja, hätte ich. Sagen Sie, was hat denn Fräulein Bachmann überhaupt für einen Beruf? Tja, wenn Sie mich so fragen... Ich frage Sie so. Meinen Sie das nun haupt- oder nebenberuflich? Was soll denn das wieder heißen? Das heißt, dass Fräulein Bachmann eigentlich Mannequin ist und auch schon in kleinen Rollen im Film und im Fernsehen aufgetreten ist, aber hauptberuflich ist sie wohl die Freundin eines verheirateten Mannes. Kennen Sie den Mann? Och, nur so vom Sehen. So ein älterer Herr, nicht mehr der Jüngste. Ein typisch verheirateter Ehemann. Deshalb muss er sich ja auch seine Puppen ganz schön was kosten lassen. Und woraus schließen Sie denn das? Wissen Sie, was ein Nerz kostet, Herr Kommissar? Genau, 35.000 Mark. Stimmt. Woher wissen Sie denn das? Aber das weiß man doch. Fabelhaft. Naja, und der Körper, von dem der Pelz stammt, ist nämlich auch ein guter Kunde von Moment mal, Pelzhauskörper? Ja. Ja, seien Sie doch so lieb und rufen Sie mich an, wenn Fräulein Lore Bachmann zurückkommt. Gerne. Vielen Dank. Wetten, dass ich weiß, wohin es jetzt geht? Kluges Köpfchen. Aber ich habe Ihnen doch alles gesagt, Herr Kommissar. Ich weiß wirklich nicht, was Sie noch von mir wollen. Bitte schön. Weniger Diskretion, mehr Offenheit, Herr Körper. Die tote Helga Nissen trug einen Azurenmantel aus ihrem Hause, als sie vor den Zug fiel. Ja, aber ich schwöre Ihnen, ich habe dieses Mädchen nie in meinem Leben gesehen. Ich habe noch nie ihren Namen gehört. Ist doch alles nur reiner Zufall. Bisschen viel Zufall für die Kriminalpolizei, finden Sie nicht? Die tote Helga Nissen trug einen Azurenmantel aus ihrem Hause und dann kenne ich noch eine Person, die einen Azurenmantel aus ihrem Hause trägt. Lore Bachmann. Lore Bachmann? Sehen Sie, jetzt schwimmen Ihnen die Fälle weg. Also, wer war der Mann, der Lore Bachmann den Mantel geschenkt hat? Ja, ja, aber Herr Kommissar... Herr Kommissar, Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich das Vertrauen meiner Kunden auf diese Weise... Doch, das muss ich verlangen. Und jetzt sagen Sie die Wahrheit, oder wir werden Ihre Bücher durchsuchen. Also gut. Herr Eggers war der Käufer. Herr Eggers? Ja. Er hat zwei Pelzmäntel bei mir gekauft. Eine für seine Frau vor etwa einem halben Jahr und einen zweiten vor 4 Monaten. Für seine Freundin Lore Bachmann. Danke, das genügt mir, Herr Körper.
Aber ich habe ihm doch mein Wort gegeben, dass es niemand erfährt. Wir werden es ihm bestimmt nicht verraten. Sag mal, was will denn die Kriminalpolizei schon wieder hier? Der Trick mit den Büchern wirkt bei diesen Brüdern immer. Dieser alte Gauner verlangt 35.000 Mark für einen Nerzmann. Wenn ich nur wüsste, warum uns die Bachmann ausgerückt ist. Die wusste doch gar nicht, wer wir sind. Na, vielleicht können wir bei dem Eggers mehr erfahren. Wetten? Der ruft ihn an und warnt ihn, wenn er sich von seinem Schreck erholt hat. Na, was habe ich gesagt? Jetzt nehme ich mir noch mal den Eggers vor und Sie leiten eine Fahndung nach der Bachmann ein. In Ordnung, Herr Kommissar. Es tut mir leid, dass ich Sie aufhalte. Aber das macht doch nichts. Womit kann ich Ihnen dienen? Sagen Sie, ist der Chef nicht da? Herr Eggers ist schon nach oben gegangen, in seine Wohnung. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Sehr liebenswürdig. Aber ich hätte Herrn Eggers doch lieber persönlich gesprochen. Moment, ich werde ihn herunterrufen. Dankeschön. Herr Eggers, können Sie noch mal herunterkommen? Da ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Ja. Herr Eggers kommt sofort. Dankeschön. Sie interessieren sich für arabische Metallarbeiten? Na, interessieren ist wohl ein bisschen viel gesagt. Ich mag sie gern. Sehen Sie sich doch diese wundervolle Arbeit an. Das gibt's doch heutzutage gar nicht mehr. Dafür haben die Menschen keine Zeit. Ich sage Ihnen... Herr Kommissar? Herr Eggers? Darf ich bitten? Kampers, Sie können nach Hause gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr Eggers? Ich will Sie nicht lange aufhalten. Bitte. Sie wissen, warum ich noch mal zu Ihnen komme? Wie soll ich das wissen? Herr Eggers, Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Das ist bestimmt sehr schmeichelhaft, aber ich weiß tatsächlich nicht. Doch, doch, doch. Sie wissen ganz genau, dass ich heute bei Ihrem Freund Körper war, weil er Sie wenige Minuten danach angerufen hat. Also, wie war das nun? Sie haben mir gestern nicht die Wahrheit gesagt. Sie haben auch für Lore Bachmann einen Nerzmantel gekauft. Ja, ich gebe es zu. Aber Sie müssen verstehen, Herr Kommissar, dass ich das verschwiegen habe. Meine Frau hat keine Ahnung von dieser Sache. Von Lore Bachmann, meinen Sie? Von Lore Bachmann und von dem Nerz. Und ich möchte Sie bitten... Und Helga Nissen? Wer? Dieses Mädchen, meine ich. Aber ich habe Ihnen doch schon gestern gesagt... Gestern haben Sie auch behauptet, nur einen Pelzmantel gekauft zu haben. Dieses Mädchen ist eine Freundin Ihrer geliebten Lore Bachmann und Sie wollen mir preismachen? Legen Sie sie nicht auf, ich kenne das Mädchen nicht. Ah, und Sie wissen auch gar nicht, dass die beiden zusammen gewohnt haben. Doch, doch, das weiß ich. Aber das war noch lange bevor. Ich meine, bevor ich das erste Mal in Lores Wohnung kam. Sie hat mir nie den Namen genannt. Ich habe sie auch nie gesehen. Ja, das kann uns ja Lore Bachmann alles bestätigen, wenn sie zurückkommt. Oder? Bestimmt. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Das hoffe ich. In Ihrem Interesse, Herr Eggers. Wissen Sie, wo Lore Bachmann sich derzeit aufhält? Nein. Sie wollte schon seit langem ein paar Tage verreisen. Sie sagte, sie brauche dringend Erholung. Halten Sie es für möglich, dass Lore Bachmann ihrer Freundin Helga Nissen den Nerzmantel geliehen hat? Och, Sie kennen Lore Bachmann nicht. Die würde sich eher den kleinen Finger abpacken, als irgendeinem Menschen was zu geben. Und dann auch ihren Nerz. Nein, 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 nein. Das halte ich für ausgeschlossen. Vielleicht mache ich einen Fehler, Herr Eggers. Aber ich will Ihnen glauben. Vielen Dank, Herr Kommissar. Sagen Sie, eine Reise haben Sie nicht gerade vor? Warum? Ach so. Nein, nein. Na dann gut. Noch eine Frage, Herr Eggers. Ja? Warum haben Sie Lore Bachmann den Mantel geschenkt? Wie soll ich das verstehen? Na, 35 Mille sind doch auch für Sie eine Stange Geld und es war doch weder Weihnachten noch sonst irgendein Anlass. Also, welchen Grund hatten Sie, Lore Bachmann den Nerz zu schenken? Herr Kommissar, Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Ich bin 60, Lore Bachmann ist 29. Ist das nicht Grund genug? Matt. So, und nun zur Kasse, wenn ich bitten darf. Sie sind ein Gauner. Meinen Sie, dass Ihr Chef überhaupt heute noch mal herkommt? Bestimmt. Wir haben nämlich Spätdienst.
Darum gebe ich Ihnen den freundschaftlichen Rat, zu verschwinden. Schade, ich hätte Ihnen so gern einen Schluck angeboten, aber im Dienst dürfen Sie dann nicht trinken, ne? Der Kommissar wird Ihnen schon die Leviten lesen, wenn er zurückkommt. Sagen Sie, glaubt er wirklich immer noch, dass die Nissen verunglückt ist? Herr Heinemann, Sie möchten mir bitte die Akte Pawlowski geben. Pawlowski? Habe ich hier nicht. Die müssen Sie drüben haben. Gucken dann kann sie höchstens beim Chef sein. Da ist er doch. Wo? Hier, bitteschön. Danke. Herr Huber! Herr Huber! Er hat die Akte schon noch gefunden. Hallo? Bürokommissar Plötz? Nein, der Kommissar ist nicht da. Ja? Ja? Verstanden? Wohnung Lore Bachmann, Ottostraße 9. Ich werde es dem Kommissar ausrichten, wenn er kommt. Hallo, warum denn so eilig mit dir? Ja, kann nicht mehr länger warten. Sagen Sie dem Kommissar. Haben Sie einen Briefumschlag da? Ja, sicher. Ja, bitte. Bitte geben Sie das dem Kommissar Plötz, ja? Ach, beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen. Was denn? Wiedersehen. Wiedersehen. Kommen Sie, vor 5 Minuten ist er weggegangen. Er hat den Brief hier für Sie dagelassen. Wer denn? Der Reporter, Kantor, den wollten Sie doch sowieso noch die Leviten lesen wegen seines Artikels. Na, das ist nicht so schlimm, den werde ich schon noch erwischen. Das ist doch die Höhe. Was hat er denn nun schon wieder angestellt? Er, Sie, Herr Heinemann, Herr Kantor nimmt bei uns die Telefongespräche ab. Wozu sitzen Sie denn hier? Ich war doch nur ganz kurz weg. Was denn passiert? Darüber sprechen wir doch. Die Bachmann ist wieder zu Hause. Kommen Sie! Was? Man sollte sie doch wirklich... Ach, wie schön. Also, die Bachmann wird mir immer sympathischer. Die hat sie ganz schön durch den Wolf gedreht. Nee, die war gar nicht hier, aber 2 Männer haben sich ein bisschen umgesehen. Haben sie anscheinend dabei gestört. Können Sie sie beschreiben? Nee, dazu war es doch viel zu dunkel. Außerdem ging noch alles so schnell. Ich möchte wissen, was die hier gesucht haben. Also, einen Nerzmantel kann ich hier nicht entdecken. Und nachdem ihn die Bachmann... bei unserer Begegnung im Fahrstuhl auch nicht angehabt hat. Das könnte doch immerhin sein, dass jemand ein dringendes Interesse hatte, den Mantel verschwinden zu lassen. Was sagt denn, wenn das der Einbruch im Zusammenhang mit Helga Nissen steht? Vielleicht waren die Kerle nur scharf auf dem Nerz. Also mir sagt mein Gefühl, dass... Hören Sie mir auf mit Gefühlen. Gefühl, Gefühl. Wir brauchen keine Gefühle, wir brauchen Tatsachen. Ich wette, dass es Mord war. Finger weg! Herr Kantor, wenn Sie jetzt nicht augenblicklich verschwinden, ja, dann werde ich... Ja, ich gehe ja schon, bin ja ein friedfertiger Mensch. Aber die Wette gilt. Also, Wiedersehen, meine Herren. Ich glaube sogar fast, er hat recht. Ich habe auch so ein Gefühl. Gefühl, jetzt fängt der auch noch an.
Das ist doch der gleiche Buddha, den ich im Laden von Eggers gesehen habe. Sicher auch so eine kleine Aufmerksamkeit von Herrn Eggers. Ich würde mir so ein Ding nicht in meine Wohnung stellen. Ich habe immer ein Faible für exotische Sachen, aber leider viel zu teuer für uns eine. Also, Herr Hannemann, Spuren sichern, auf jeden Fall. Morgen werde ich mich noch einmal mit diesem Herrn Eggers unterhalten. Ich habe so ein Gefühl. Gefühl? Sie auch, Herr Kommissar? Eingebrochen? Ja, hat man... Ich meine, ist irgendetwas gestohlen worden? Ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, dass man nach etwas ganz Bestimmtem gesucht hat. Ich dachte, Sie wüssten es vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Schade, da Sie doch Lore Bachmann so gut kennen. Natürlich kenne ich Sie gut. Zu gut sogar. Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber ich wünschte, ich hätte Sie nie getroffen. Genau die gleiche Figur habe ich gestern bei Fräulein Bachmann gesehen. Ganz genau die gleiche. Naja, das ist billigste Basarware, wird zu Tausenden hergestellt. Da ist sie vielleicht gar nicht allzu teuer. Nein, nein, 32 Mark. Gekauft. Aber Herr Kommissar, da würde ich Ihnen wirklich was Hübscheres vorschlagen. Schauen Sie hier, nein, das ist ein Original. Schön. Ich möchte den Buddha haben. Der gefällt mir. Soll ich Ihnen das Ding nicht wenigstens einpacken? Nein, danke schön. Ich habe meinen Wagen draußen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, Verzeihung. Man soll es ihm nie zu eilig haben. Vielen Dank, Herr Kampas. Sie haben mir meinen Buddha gerettet. Es war meine Schuld. Entschuldigen Sie bitte. Glücklicherweise ist ja nichts weiter passiert. Guten Tag, Herr Kampas. Guten Tag, Herr Kommissar. Herein! Abend, Herr Kommissar. Ah, ein Tag ohne Sie, das hätte ich ja gar nicht ausgehalten. Oh, bitte nehmen Sie Platz. Das Pflaster steht Ihnen gut zu Gesicht. Sie wirken viel männlicher. Naja, deswegen habe ich mich jetzt zusammenschlagen lassen. Alles für die Schönheit. Und das wollen Sie jetzt wieder bei mir? Einen kleinen Beitrag für das darbende Morgenblatt. Gibt es was Neues in unserem Fall Helganissen? Also erstens gibt es noch gar keinen Fall Helganissen. Und wenn, dann ist das noch lange nicht unser Fall. Aber natürlich ist es unser Fall. Schließlich haben wir doch gewettet. Oh, schöne Figur. Haben Sie sie gekauft? Na, gestohlen habe ich sie. Also was tut sich so im Laden? Naja, Schweigen im Walde. Verstehe. Ich gehe schon. Übrigens, Ihr Kollege Schweiger, der hat wenigstens einen Rauschgifthändler gefasst. Sagt ja leider auch keinen vor. Daher der Name Schweiger. Also bis morgen, Herr Kommissar. Präsidium, Kommissar Plötz. Ja? Herr Eggers? Ja, was ist denn? Ja, ich komme sofort zu Ihnen. Ich bin gleich da. Herr Kommissar? Guten Tag, Frau Eggers. Ihr Mann hat mich eben angerufen. Er wollte mich dringend sprechen. Es ist zwar Licht in der Wohnung, aber es öffnet mir niemand. Nanu? .27 bitte, Heinemann. Ja, Heinemann? Eggers ist tot. Ja. Ja, veranlassen Sie sofort das Nötige und kommen Sie hierher. Ich warte auf Sie. Danke.
Wie ist das passiert, Herr Kommissar? Ich weiß, es ist schrecklich für Sie, gnädige Frau. Und ich weiß auch, was Sie jetzt durchmachen. Aber ich muss ein paar Fragen an Sie stellen. Ja? Ihr Mann hat mich angerufen. Er wollte mich dringend sprechen. Wissen Sie vielleicht, warum? Nein. Hat Ihr Mann Feinde? Nein. Wussten Sie, gnädige Frau, dass Ihr Mann... Kennen Sie Frau Lore Bachmann? Glauben Sie, dass die Bachmann... Sie wussten also davon. Erschossen. Herr Teller, bitte gehen Sie gleich in die Wohnung von Herrn Krappers. Der ist Angestellter hier im Haus und fragen Sie ihn, wie lange im Geschäft war, wie lange Herr Eggers Besuch hatte oder ob er Kunden erwartet hat. Gut, danke schön. Kommen Sie, ersparen Sie sich das. Ja. Jawohl, ja. Ja, ja, ich habe verstanden. Dankeschön. Vom Präsidium. Unser Mann, der das Bachmannhaus bewacht hat, angerufen. Es ist Licht in der Wohnung. Kommen Sie. Vorsicht, Herr Kommissar. Es muss ja nicht die Bachmann sein. Es könnte ja auch die Burschen von gestern haben. Ich glaub's zwar nicht, aber sicher ist sicher. Guten Abend, Frau Bachmann. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kriminalpolizei, falls Sie es noch nicht wissen sollten. Verstanden. Erlauben Sie bitte. Wir kennen uns doch. Darf ich fragen, was Sie von mir wünschen? Ach, Sie kommen wegen des Einbruchs. Darf ich Sie bitte fragen, wo Sie die letzten drei Tage waren? In Berchtesgaden. Warum? Na, immerhin ist Ihre Freundin umgekommen und Sie fahren gleich weg. Oder wussten Sie nichts davon? Doch, es hat mich so erschüttert, ich musste einfach weg. Sie war meine einzige Freundin, begreifen Sie doch. Und Sie sind heute zurückgekommen? Ja. Wann? Vor einer Stunde ungefähr, bitte. Und Sie sind gleich hierher gefahren? Ja, natürlich. Wohin hätte ich sonst gehen sollen? Und zu Ihrem Freund Eggers zum Beispiel. Da kennen Sie Herrn Eggers aber schlecht. Ich habe, seit ich ihn kenne, weder seine Wohnung noch seinen Laden betreten. Sie wissen doch, seine Frau. Na, das dürfte mir jetzt auch egal sein. Wieso? Herr Eggers ist tot. Er wurde in seiner Wohnung ermordet. Nein. Das ist doch... Er wurde vor einer Stunde erschossen. Er hat mich knapp vor seinem Tod angerufen. Er hatte Angst. Und außerdem hat er mir noch erzählt, dass er sich gewünscht hätte, Ihnen nie begegnet zu sein. Haben Sie dafür eine Erklärung? Aber Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Also was für einen Grund sollte ich gehabt haben? Er hat schließlich für mich gesorgt und... Sie müssen doch verstehen. Warum sind Sie uns denn neulich ausgerückt, wenn Sie nichts zu verbergen haben? Ich wusste ja nicht, dass Sie von der Polizei sind. Zwei unbekannte Männer. Ich hatte einfach Angst. Ach, Angst? Vor wem? Weshalb? Herr Kommissar, man wollte mich umbringen. Das ist aber interessant. Erst Ihre Freundin Helga Nissen und dann Sie... Nein, Sie hatten es nur auf mich abgesehen. Helga ist das Opfer einer Verwechslung geworden. Sie glaubten, Helga wäre ich. Und wie wollen Sie das beweisen? Reissmann, Filmproduktion Hamburg,
Der Zug, von dem Herr Janissen überfahren wurde, kam aus Hamburg. Sie sind uns von einer Agentur empfohlen worden und Herr Reismann würde sich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Herr Reismann wird am 4. Februar 15 im Münchner Hauptbahnhof eintreffen, da er sich auf der Durchreise befindet. Ihn dort erwarten, Herr Reismann. Erkennt bitte, dass Sie eine Zeitschrift zusammengerollt haben. Die Zeitschrift haben wir auf dem Bahnhof gefunden. Dieselbe wie hier. Mats Kalle. Tja. Ja, aber warum haben Sie denn den Produzenten nicht selbst auf dem Bahnhof erwartet? Weshalb haben Sie denn Ihre Freundin Helga Nissen hingeschickt? Ich hatte kein Interesse an dem Angebot. Ach, Unsinn. Ich weiß längst, dass ich keine Schauspielerin bin und nie eine sein werde. Und wenn man erst um die 30 ist, wird es ohnehin für einen Anfang ein bisschen spät. Und deshalb die Freundschaft mit Eggers? Ja, deshalb. Der Weg des geringsten Widerstandes oder der geringsten Anstrengung, wie Sie wollen. Und Helga Nissen wollte das Engagement. Ja, sie glaubte noch an eine Karriere. Und ich wollte ihr dabei helfen. Ich habe sie überredet, an meiner Stelle hinzugehen. Das Wichtigste in dieser Branche ist doch, dass man diese Leute kennenlernt und einen persönlichen Kontakt zu ihnen findet. Dieser Nerzmantel, der gehörte doch Ihnen, nicht wahr? Ja, ich habe ihn ihr geliehen. Sie wissen doch, je teurer man sich verpackt, umso besser die Angebote. Diese Selbstlosigkeit hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Die Leute sprechen von Ihnen als von einem berechnenden, raffinierten Frauenzimmer. Aber nicht Helga gegenüber. Sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich durchgefüttert, bevor ich Eggers kennenlernte. Ich wollte mich dafür revanchieren. Immerhin hat Helga Nissen die Revanche das Leben gekostet. Wenn ich es natürlich geahnt hätte. Sie können sich nicht vorstellen, wie mir zumute war, als ich am nächsten Morgen die Zeitung in die Hand nahm. Ich wusste natürlich sofort, dass es mir gegolten hat. Ich bekam furchtbare Angst und bin Hals über Kopf einfach losgefahren. Und wer trachtet Ihnen nach dem Leben? Ich, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja, warum sollte ich Sie denn belügen? Sie könnten eine Menge Gründe haben, mich zu belügen. Ist ja seltsam. Sie werden auf dem Bahnhof bestellt und Ihre Freundin Helga Nissen wird umgebracht. Sie kommen nach München zurück und Ihr Freund Eggers wird erschossen. Aber wenn ich Ihnen doch sage, ich war es nicht. Ich konnte es gar nicht gewesen sein. Ich war weder am Hauptbahnhof noch in Eggers Wohnung. Das werden wir gleich feststellen. Bitte kommen Sie mit. Darf ich mich wenigstens noch anziehen? Einen Augenblick, bitte. Herr Kommissar. Ja, danke schön. Guten Abend. Na, was macht denn der Arm, Herr? Hat's so schlimm, Herr Kommissar. Ich spüre die Wunde kaum noch. Na, das ist fein. Und Sie nicht mehr böse, dass ich Sie wieder belästige? Noch dazu mitten in den Flitterwochen. Dazu mitten in der Nacht. Aber Herr Kommissar... Pardon, ich habe eine große Bitte an Sie. Bitte, wenn Sie durch dieses Zimmer gehen, sehen Sie sich die Frau genau an, die da drinnen ist, und verlassen Sie den Raum durch die andere Tür. Sie kommen zuerst, ich lasse Sie dann rufen, Fräulein Umlauf. Ja, aber Frau Ritter, bitte. Geborene Umlauf. Ja, natürlich, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie bitte. Frau Ritter, haben Sie die Frau damals auf dem Bahnsteig gesehen? Nein, nein, ich glaube nicht. Wissen Sie, es waren ja so viele Leute da. Nur an Herrn Arendt, an den kann ich mich ganz genau erinnern. Und wie er versucht hat, das arme Mädchen im letzten Augenblick zurückzureißen. Vielen, vielen Dank, Frau Ritter. Und gehen Sie bitte nach unten, Sie werden nach Haus gebracht. Wiedersehen, Herr Kommissar, wiedersehen. Nun,
Und bei Ihnen, wie war es da, Herr Arendt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hinter dem Mädchen, das unter den Zug fiel, eine dunkle Dame gestanden hat. Vielleicht. Ich will mich nicht festlegen, wenn ich nicht sicher bin. Sie soll niemanden beschuldigen. Sie soll mir nur sagen, ob Sie die Frau damals auf dem Bahnsteig gesehen haben oder nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sie stand hinter uns. Vielen Dank, Herr Arendt. Sie haben uns sehr geholfen. Sie werden nach Haus gebracht. Guten Nacht. Hey, Herr Kollege Schweiger, was haben Sie denn da für ein Apparat? Aus der Herrentoilette eines zweitklassigen Hotels. Der Mann, der dazugehört, wird seit heute Nachmittag von uns ins Gebiet genommen. Wenn wir den weich kriegen, können wir wahrscheinlich die ganze Rauschgiftzentrale aufsieben. Ich wäre darauf nie gekommen. Wir verdächtigen schon einen armen alten Invaliden. Der Toilettenmann mit dem goldenen Arm, das was? Kann man wohl sagen. Für über 30.000 Mark Heroin haben wir aus dem Ding da herausgeholt. Und Sie glauben, dass der Toilettenmann die Drahtzieher kennt? Darauf lasse ich das Ding da. Na also, dann guten Appetit. Frau Bachmann, wollen Sie mir nicht doch lieber die Wahrheit sagen? Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Einer der Zeugen, die damals dabei waren, als Ihre Freundin Helga Nissen vor den Zug fiel, hat Sie wiedererkannt. Sie waren damals auf dem Bahnsteig. Sie haben hinter Helga Nissen gestanden. Sie haben sie vor den Zug gestoßen. Aber nein, ich war nicht am Bahnhof. Also, Fräulein Bachmann, wir wollen doch ehrlich zueinander sein. Gut. Ich gebe zu, vielleicht hat sich der Zeuge geirrt. Aber andererseits ist doch Ihre Behauptung, also sagen wir, sehr merkwürdig. Sie sagen, Sie sollten ermordet werden. Und Sie wissen nicht, weshalb. Sowas gibt's doch nicht. Jeder Mörder hat doch ein Motiv. Und was für ein Motiv sollte ich haben? Aus welchem Grund sollte ich meine beste Freundin vor den Zug stoßen? Und den Mann, der für mich gesorgt hat, erschießen? Ja, das frage ich mich auch. Und ich möchte Ihnen so gerne glauben, aber Sie machen mir das unmöglich. Selbst wenn Sie die Wahrheit sagen. Irgendwas stimmt da nicht. Sie verbergen etwas. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Ja, aber um Himmels Willen, wenn Sie wussten, dass Sie ermordet werden sollen, warum haben Sie sich denn nicht an uns gewendet? Jeder vernünftige Mensch an Ihrer Stelle hätte doch die Polizei um Schutz gebeten, nur Sie nicht! Wissen Sie, was Sie machen? Sie decken die Mörder. Ich decke niemand. Ich hatte nur Angst, Sie würden mir nicht glauben. Was sollten wir Ihnen denn nicht glauben, wenn Sie uns gar nichts erzählen? Ja, was ist denn? Hätte ich mich beinahe von Ihnen einwickeln lassen. In Hamburg gibt es nämlich gar keine Filmproduktion, Reismann. Ja, aber... Bitte geben Sie mir Kommissar Plötzlich. Plötz. Aber plötzlich kann es trotzdem sein. Hallo, Herr Kommissar. Ihr Lieblingsreporter. Nicht einhängen. Wenn Sie es auf sich nehmen wollen, mir ein Leben lang zu Dank verpflichtet zu sein, dann kommen Sie doch mal kurz bei Eckers Laden vorbei. Wetten, dass er kommt? Der Kerl auf den Leim geführt hat.
Sie kommen. Hände hoch. Bitte lächeln. Danke. Duell der Kommissare. Na, wenn das kein Titelfoto gibt. Unterstehen Sie sich. Was soll denn der Blödsinn, Kantor? Wie kommen Sie denn überhaupt hier rein? Wie kommen Sie denn hierher? Nicht so laut. Der goldene Arm hat gesungen. Das Heroin kommt in den kleinen Buddha-Figuren aus dem Orient. Das hier ist die Verteilungsstelle. Heute Abend kommt eine neue Lieferung. Buddha-Figuren und Eggers? Gehört auch zur Bande. Mal einer an. Und unser mutiger Retter vom Bahnsteig 18. Lauter gute alte Bekannte. Steh bleiben! Halt! Nehmen Sie die Hände hoch! Hereinspaziert, meine Herren! Immer hereinspaziert! Nicht schießen! Verdammte Schnüffler! Bitte nicht schießen! Sie haben das Mädchen nicht zurückreißen wollen? Sie haben es vor den Zug gestoßen? Nein! Ich nicht! Es war... Halt's Maul! Kampfes hat sie gestoßen. Ich wollte sie wirklich zurückhalten. Sie war doch die Falsche. Du Schwein! Ah! Nicht doch, nicht doch. Aber wer wird denn? Wieso war Helga Nissen die Falsche? Los, los, lass die Luft aus dem Reifen. Wir wollten doch. Ich meine, Kampfes wollte Lore Bachmann. Ach, so war das. Ihr habt mit dem fingierten Brief Lore Bachmann auf den Bahnhof gelockt. Ja, das war aber auch Kampfes Idee. Und statt Lore Bachmann kam dann Helga Nissen. So war es doch. Und Kampas hat sie vor den Zug gestoßen. Sie hatte doch die Zeitschrift, gerollt in der Hand. Und dann den Nerzmantel an. Ha, das war es, der Nerzmantel. Ja, sonst hättet ihr ja niemals Lore Bachmann mit Helga Nissen verwechseln können. Ich habe noch im letzten Moment gemerkt, dass sie die Falsche war. Ich wollte sie zurückreißen. Ich wollte nicht, dass eine Unschuldige stirbt. Ihr Gerechtigkeitssinn ist ja beinahe rührend. Und warum sollte denn Lore Bachmann beseitigt werden? Sie hatte doch den Trick mit den Buddhas entdeckt und Eggers erpresst. Zuerst Nerzmantel und dann Geld und immer mehr Geld. Und wart ihr zwei das auch, die mich zusammengeschlagen haben? Was sollten wir denn tun, als sie uns überraschten? Das war eure einzige gute Tat. Was habt ihr denn bei der Bachmann gesucht? Den fingierten Brief von der Filmproduktion. Den hatte doch Kampas auf der Maschine hier vom Geschäft getippt. Und wer hat heute Nacht Eggers erschossen? Auch Kampas? Eggers hat die Nerven verloren. Er wollte schon lange abspringen, seit die Bachmann ihn erpresste. Und als sie heute den Buddha kauften, drehte er völlig durch und wollte sich stellen. Vielleicht hofft er dadurch, billiger wegzukommen. Herr Kommissar, Sie werden doch auch nicht vergessen, dass ich Ihnen alles erzählt habe, oder? Leider bin ich für Sie gar nicht zuständig. Da müssen Sie schon meinen Herrn Kollegen bestechen. Trösten Sie sich. Mir haben Sie sicher noch viel zu erzählen. Das neue Morgenblatt. Mord am Bahnsteig 18 aufgeklärt. Das neue Morgenblatt. Das neue Morgenblatt. Rauschgiftzentrale München aufgeflogen. Mörder hinter Schloss und Riegel. Duell der Kommissare. Also doch, Sie schuft sie. Ihr Bild können Sie auf Seite 2 bewundern. Kantor, Mensch, sind Sie denn verrückt, auf so ein Titelfoto zu verzichten? So verschenkt man seine Karriere. Sagen Sie, haben Sie nicht einen Schnaps da oder einen netten kleinen Mord? Ja.
Kommissar Plötz, ja? Ach, beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen. Was denn? Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt kommen Sie. Vor 5 Minuten ist er weggegangen. Er hat den Brief hier für Sie dagelassen. Wer denn? Der Reporter, Kantor. Dem wollten Sie doch sowieso noch die Leviten lesen wegen seines Artikels. Na, das ist nicht so schlimm. Den werde ich schon noch erwischen. Das ist doch die Höhe. Was hat er denn nun schon wieder angestellt? Er, Sie, Herr Heinemann, Herr Kantor nimmt bei uns die Telefongespräche ab. Wozu sitzen Sie denn hier? Ich war doch nur ganz kurz weg. Was denn passiert? Darüber sprechen wir doch. Die Bachmann ist wieder zu Hause. Kommen Sie! Was? Man sollte sie doch wirklich... Ach, wie schön. Also, die Bachmann wird mir immer sympathischer. Die hat sie ganz schön durch den Wolf gedreht. Nee, die war gar nicht hier, aber 2 Männer haben sich ein bisschen umgesehen. Haben sie anscheinend dabei gestört. Können Sie sie beschreiben? Nee, dazu war es doch viel zu dunkel. Außerdem ging noch alles so schnell. Ich möchte wissen, was die hier gesucht haben. Also, einen Nerzmantel kann ich hier nicht entdecken. Und noch... Madame Bachmann... Verdammter Dreck. Jetzt kommen Sie. Vor 5 Minuten ist er weggegangen. Er hat den Brief hier für Sie dagelassen. Wer denn? Der Reporter, Kantor. Dem wollten Sie doch sowieso noch die Leviten lesen wegen seines Artikels. Na, das ist nicht so schlimm. Den werde ich schon noch erwischen. Das ist doch die Höhe. Was hat er denn nun schon wieder angestellt? Er, Sie, Herr Heinemann. Herr Kantor nimmt bei uns die Telefongespräche ab. Wozu sitzen Sie denn hier? Ich war doch nur ganz kurz weg. Was denn passiert? Darüber sprechen wir doch. Die Bachmann ist wieder zu Hause. Kommen Sie! Was? Thank you.
Sie? Himmel, Donnerwetter, was machen Sie denn hier? Man sollte Sie doch wirklich... Ach, wie schön. Also, die Bachmann wird mir immer sympathischer. Die hat sich ganz schön durch den Wolf gedreht. Nee, die war gar nicht hier, aber zwei Männer haben sich ein bisschen umgesehen. Haben sie anscheinend dabei gestört. Können Sie sie beschreiben? Nee, dazu war es doch viel zu dunkel. Außerdem ging noch alles so schnell. Ich möchte wissen, was die hier gesucht haben. Also, einen Nerzmantel kann ich hier nicht entdecken. Und nachdem ihn die Bachmann bei unserer Begegnung im Fahrstuhl auch nicht angehabt hat... Das könnte doch immerhin sein, dass jemand ein dringendes Interesse hatte, den Mantel verschwinden zu lassen. Was sagt ihr denn, dass der Einbruch im Zusammenhang mit Helga Nissen steht? Vielleicht waren die Kerle nur scharf auf dem Nerz. Also mir sagt mein Gefühl, dass... Hören Sie mir auf mit Gefühlen. Gefühl, Gefühl. Wir brauchen keine Gefühle, wir brauchen Tatsachen. Ich wette, dass es Mord war. Finger weg! Herr Kantor, wenn Sie jetzt nicht augenblicklich verschwinden... Ja, ja, dann... Am 6. Oktober, also vor 4 Monaten. Vielen Dank, Herr Körper. Ja, das wäre alles. Guten Tag. Verzeihung. Dankeschön. Guten Tag, Herr Egger selbst. Ja, warum? Entschuldigen Sie, Kriminalpolizei. Dürfen wir einen Augenblick stören? Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Wollen die Herren Platz nehmen? Danke, es lohnt sich nicht. Herr Eggers, Sie haben im Pelzhaus Körper einen Azurinmantel gekauft. Stimmt. Ist das neuerdings strafbar? Ist besser, Sie überlassen das Fragen uns. Umso schneller sind Sie uns wieder los. Wenn Sie mir nicht erklären, worum es sich handelt, dann bestehe ich darauf, nur in Gegenwart eines Anwalts Auskünfte zu geben. Wir haben den Tod eines Menschen aufzuklären. Kennen Sie diese Tote? Nein. Ist mir völlig unbekannt. Wollen Sie nicht doch... Nein, danke. Darf ich jetzt bitte den Pelz sehen? Da kommt er gerade. Was ist denn mit meinem Pelz? Hätte er noch nicht bezahlt? Also, Hella, die Sache ist gar nicht so komisch. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Meine Frau. Ja, um Gottes Willen. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, wir hatten nur einige Fragen an Herrn Gemahl. Ein sehr schöner Nerz. Bitte darf ich das Etikett sehen? Dankeschön, das wäre alles. Ich bitte um Entschuldigung. Keine Ursache. Tag, meine Herren. Entschuldigen Sie, noch eine Frage. Wann haben Sie den Pelz gekauft, Herr Eggers? Ach so. Ja, das kann ich ehrlich gar nicht so genau sagen. Ungefähr, nur ungefähr. Ich glaube Herbst, so Oktober. Vielen Dank, Herr Eggers. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, Herr Plötz, ist Ihnen eigentlich gar nicht aufgefallen, dass der Eggers so nervös geworden ist, Der hatte doch gar keinen Grund dazu. Diese Leute haben doch immer ein schlechtes Gewissen. Zoll, Steuerhinterziehung, was weiß ich. Ich möchte wetten, den Nerz hat auf Geschäftsunkosten abgesetzt. Möglich. Ich möchte bloß wissen, wer für so altmodischen Kram da sein gutes Geld ausgibt. Ich zum Beispiel, wenn ich es übrig hätte. Da schauen Sie sich mal diese schöne arabische Arbeit an. Die möchte ich haben. Naja, die Dummen werden eben nicht alle. Oh, Verzeihung, Herr Kommissar. Aber sehen Sie doch nur mal die Preise ganz da flott. An. Aber er muss doch den Nerz für seine Frau... Womöglich auch noch meinen Bräutigam. Aber ich sehe aber für die Folgen verantwortlich. Das wäre allerdings furchtbar. Meister, können wir in Ihrem Dienstzimmer die Vernehmung durchführen? Selbstverständlich. Bringen Sie bitte die Zeugen zur Bahnpolizei. Moment, bitte lassen Sie mich durch. Sie, Reporter vom Morgenblatt. Lassen Sie mich durch, bitte. Einen Augenblick, bitte. Der hat mir gerade noch gefehlt. Reporter vom Morgenblatt. Halt, tut mir leid, ich kann keine Ausnahme machen. Aber Mann... Herr Wachtmeister, lassen Sie den Herrn ruhig durch. Das war aber nett von Ihnen, Herr Kommissar. Dafür tue ich Ihnen auch wieder mal einen Gefallen. Ich höre immer wieder. Der einzige Gefallen, den Sie mir tun können, ist der, sich hier möglichst selten zu machen. Aber sagen Sie, Herr Kantor, wie haben Sie denn das alles so schnell spitz gekriegt? Geschäftsgeheimnis. Bitte zurücktreten. Was für ein Mordmann? Woher wissen Sie denn, dass das Mädchen ermordet worden ist? Die Anwesenheit der Mordkommission sagt es mir. Aber Herr Kantor, Sie sind doch lang genug in dem Geschäft. Schauen Sie, unsere ganze Arbeit hier ist doch eine reine Routinesache. Es handelt sich um einen Unfall oder um einen Selbstmord. Wird schon so sein, wie Sie sagen. Darf ich mal sehen? Nee, was erlauben Sie sich denn?
Also Ihre Selbstmordtheorie können Sie gleich streichen. In dem Nerz wirft sich keine Frau vor dem Zug. Sie wollen doch nicht behaupten, dass das ein echter Nerz ist. Aber einer von den allerechtesten. Azurenerz. Ein Mantel von der Sorte kostet seine 30.000. Mindestens. Sind Sie sicher? Bombensicher. Davon laufen in ganz München höchstens ein paar Dutzend herum. Ich werde aufheben. Herr Kantor, ich glaube, Sie haben mir heute ausnahmsweise wirklich einmal einen Gefallen getan. Das tue ich doch immer. Nur schade, dass Sie mir so selten zuhören. Na, kurz. Hallo, Stück. Herr Kommissar. Und Sie haben auch nicht gesehen, ob das Mädchen in Begleitung war? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts gesehen habe. Überhaupt nichts. Ich habe nur gehört, wie sie plötzlich aufgeschrien hat. Und dann hat dieser Herr dort, der hat doch versucht, sie zurückzuhalten. Dabei ist er fast selbst hingefallen. Ja, Gott sei Dank kam zur rechten Zeit die Lokomotive und hat ihn dann zurückgestoßen. Gott sei Dank ist gut. Darf ich jetzt gehen? Ich muss nämlich zu meinem Zug, meinem Bräutigam. Ach nee, bleiben Sie noch ein bisschen. Na, wie geht's unserem Helden? Die Lok hat ihn ganz schön erwischt. Ein Glück, dass sie ihn auf den Bahnsteig zurückgestoßen hat. Haben Sie gesehen, wie es zu dem Unglück gekommen ist, Herr Arendt? Nein, eigentlich nicht. Dabei stand ich neben dem Mädchen, als der Zug einfuhr. Ganz dicht an der Bahnsteigkante? Ja. Man muss doch immer diesen Gepäckkarren ausweichen. Ich hörte sie plötzlich aufschreien, fuhr herum, sah sie fallen und versuchte sie noch zu fassen. Autsch! Der Mann müsste das Bundesverdienstkreuz kriegen. Das hätte für ihn verdammt schief gehen können. Sie haben also nicht gesehen, dass das Mädchen gestoßen wurde. Vielleicht ganz unabsichtlich. Bei dem Gedränge wäre es natürlich möglich gewesen. Aber ich glaube es nicht. Sie haben jedenfalls nichts bemerkt. Nein, Herr Kommissar. Gut, na dann vielen Dank, Herr Arendt. Ich will Sie auch weiter nicht aufhalten. Herr Heinemann, haben Sie die Adresse des Zeugen? Jawohl, die habe ich. Na dann, baldige Besserung. Danke, Herr Kommissar. Kann ich jetzt gehen? Denn wenn ich nämlich meinen Zug verpasse... Dann verpassen Sie auch Ihren Bräutigam. Ja. Ich weiß. Haben Sie Namen und Adresse der Zeugin? Jawohl, Umlauf, Gerda. Heute heiße ich noch Fräulein Umlauf, aber ab morgen bin ich nur noch unter Frau Ritter zu erreichen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Ritter. Meinen Sie, dass Ihr Chef überhaupt heute noch mal herkommt? Bestimmt. Wir haben nämlich Spätdienst. Darum gebe ich Ihnen den freundschaftlichen Rat zu verschwinden. Schade, ich hätte Ihnen so gern einen Schluck angeboten, aber im Dienst dürfen Sie dann nicht trinken, ne? Der Kommissar wird Ihnen schon die Leviten lesen, wenn er zurückkommt. Sagen Sie, glaubt er wirklich immer noch, dass die Nissen verunglückt ist? Herr Heinemann, Sie möchten mir bitte die Akte Pawlowski geben. Pawlowski? Habe ich hier nicht. Die müssen Sie drüben haben. Dann kann sie höchstens beim Chef sein. Da ist er doch. Wo? Hier, bitteschön. Danke. Herr Huber! Herr Huber! Er hat die Akte schon noch gefunden. Hallo? Bürokommissar Plötz? Nein, der Kommissar ist nicht da. Ja? Ja? Verstanden? Wohnung Lore Bachmann, Ottostraße 9. Ich werde es dem Kommissar ausrichten, wenn er kommt. Hallo, warum denn so eilig mit einem? Ja, kann nicht mehr länger warten. Sagen Sie dem Kommissar... Haben Sie einen Briefumschlag da? Ja, sicher. Ja, bitte. Bitte geben Sie das dem Kommissar Plötz, ja? Ach, beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen. Was denn? Wiedersehen. Wiedersehen. Mann. Verdammter Dreck. Jetzt kommen Sie. Vor 5 Minuten ist er weggegangen. Er hat den Brief hier für Sie dagelassen. Wer denn? Der Reporter, Kantor. Dem wollten Sie doch sowieso noch die Leviten lesen wegen seines Artikels. Na, das ist nicht so schlimm. Den werde ich schon noch erwischen. Das ist doch die Höhe. Was hat er denn nun schon wieder angestellt? Er, Sie, Herr Heinemann, Herr Kantor nimmt bei uns die Telefongespräche ab. Wozu sitzen Sie denn hier? Ich war doch nur ganz kurz weg. Was denn passiert? Darüber sprechen wir doch. Die Bachmann ist wieder draußen.
Warum haben Sie denn nicht gleich gesagt, dass das die Bachmann war? Jetzt schlägt's aber 13. Erstens mal kam ich gerade aus dem Keller, als Sie gingen. Und zweitens kann ich nicht wissen, dass Sie gerade auf die Dame scharf sind. Sie fragten ja immer nach Fräulein Nissen. Und drittens mal, was wollen Sie überhaupt von mir? Ich kenne Sie ja gar nicht. Kann nachgeholt werden, Kriminalpolizei. Ach so. Na, das hätten Sie auch gleich sagen können. Ja, hätte ich. Sagen Sie, was hat denn Fräulein Bachmann überhaupt für einen Beruf? Tja, wenn Sie mich so fragen... Ich frage Sie so. Meinen Sie das nun haupt- oder nebenberuflich? Was soll denn das wieder heißen? Das heißt, dass Fräulein Bachmann eigentlich Mannequin ist und auch schon in kleinen Rollen im Film und im Fernsehen aufgetreten ist, aber hauptberuflich ist sie wohl die Freundin eines verheirateten Mannes. Kennen Sie den Mann? Och, nur so vom Sehen. So ein älterer Herr, nicht mehr der Jüngste. Ein typisch verheirateter Ehemann. Deshalb muss er sich ja auch seine Puppen ganz schön was kosten lassen. Und woraus schließen Sie denn das? Wissen Sie, was ein Nerz kostet, Herr Kommissar? Genau, 35.000 Mark. Stimmt. Woher wissen Sie denn das? Aber das weiß man doch. Fabelhaft. Naja, und der Körper, von dem der Pelz stammt, ist nämlich auch ein guter Kunde von Moment mal, Pelzhauskörper? Ja. Ja, seien Sie doch so lieb und rufen Sie mich an, wenn Fräulein Lore Bachmann zurückkommt. Gerne. Vielen Dank. Wetten, dass ich weiß, wohin es jetzt geht? Kluges Köpfchen. Aber ich habe Ihnen doch alles gesagt, Herr Kommissar. Ich weiß wirklich nicht, was Sie noch von mir wollen. Bitte schön. Weniger Diskretion, mehr Offenheit, Herr Körper. Die tote Helga Nissen trug einen Azurenmantel aus ihrem Hause, als sie vor den Zug fiel. Ja, aber ich schwöre Ihnen, ich habe dieses Mädchen nie in meinem Leben gesehen. Ich habe noch nie ihren Namen gehört. Das ist doch alles nur reiner Zufall. Bisschen viel Zufall für die Kriminalpolizei, finden Sie nicht? Die tote Helga Nissen trug einen Azurenmantel aus ihrem Hause und dann kenne ich noch eine Person, die einen Azurenmantel aus ihrem Hause trägt. Lore Bachmann. Lore Bachmann? Sehen Sie, jetzt schwimmen Ihnen die Fälle weg. Also wer war der Mann, der Lore Bachmann den Mantel geschenkt hat? Ja, ja, aber Herr Kommissar... Herr Kommissar, Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich das Vertrauen meiner Kunden auf diese Weise... Doch, muss ich verlangen. Und jetzt sagen Sie die Wahrheit oder wir werden Ihre Bücher durchsuchen. Also gut. Herr Eggers war der Käufer. Herr Eggers? Ja. Er hat zwei Pelzmäntel bei mir gekauft. Eine für seine Frau vor etwa einem halben Jahr und einen zweiten vor 4 Monaten. Für seine Freundin Lore Bachmann. Danke, das genügt mir, Herr Körper. Aber ich habe ihm doch mein Wort gegeben, dass es niemand erfährt. Wir werden es ihm bestimmt nicht verraten. Sag mal, was will denn die Kriminalpolizei schon wieder hier? Der Trick mit den Büchern wirkt bei diesen Brüdern immer. Dieser alte Gauner verlangt 35.000 Mark für einen Nerz. Wenn ich nur wüsste, warum uns die Bachmann ausgerückt ist. Die wusste doch gar nicht, wer wir sind. Na, vielleicht können wir bei dem Eggers mehr erfahren. Wetten, der ruft ihn an und warnt ihn, wenn er sich von seinem Schreck erholt hat. Wo Sie die letzten 3 Tage waren? In Berchtesgaden, warum? Ja, immerhin ist Ihre Freundin umgekommen und Sie fahren gleich weg. Oder wussten Sie nichts davon? Doch, es hat mich so erschüttert, ich musste einfach weg. Sie war meine einzige Freundin, begreifen Sie doch. Und Sie sind heute zurückgekommen? Ja. Wann? Vor 1 Stunde ungefähr, bitte. Und Sie sind gleich hierher gefahren? Ja, natürlich, wohin hätte ich sonst gehen sollen? Und zu Ihrem Freund Eggers zum Beispiel? Da kennen Sie Herrn Eggers aber schlecht. Ich habe, seit ich ihn kenne, weder seine Wohnung noch seinen Laden betreten. Sie wissen doch, seine Frau. Na, das dürfte mir jetzt auch egal sein. Wieso? Herr Eggers ist tot. Er wurde in seiner Wohnung ermordet. Nein. Das ist doch... Er wurde vor 1 Stunde erschossen. Er hat mich knapp vor seinem Tod angerufen. Er hatte Angst. Und außerdem hat er mir noch erzählt, dass er sich gewünscht hätte, Ihnen nie begegnet zu sein. Haben Sie dafür eine Erklärung? Aber Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Also, was für einen Grund sollte ich gehabt haben? Er hat schließlich für mich gesorgt und... Sie müssen doch verstehen. Warum sind Sie uns denn neulich ausgerückt, wenn Sie nichts zu verbergen haben? Ich wusste ja nicht, dass Sie von der Polizei sind. 2 unbekannte Männer. Ich hatte einfach Angst. Ach, Angst? Vor wem? Weshalb? Herr Kommissar, man wollte mich umbringen. Das ist aber interessant. Erst Ihre Freundin Helga Nissen und dann Sie... Nein, Sie hatten es nur auf mich abgesehen. Helga ist das Opfer einer Verwechslung geworden. Sie glaubten, Helga wäre ich. Und wie wollen Sie das beweisen?
Reißmann, Filmproduktion Hamburg. Der Zug, von dem Herr Janissen überfahren wurde, kam aus Hamburg. Sie sind uns von einer Agentur empfohlen worden und Herr Reißmann würde sich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Herr Reißmann wird am 4. Februar 15 im Münchner Hauptbahnhof eintreffen, da er sich auf der Durchreise befindet. Ihn dort erwarten, Herr Reißmann. Erkennt bitte, dass Sie eine Zeitschrift zusammengerollt haben. Die Zeitschrift haben wir auf dem Bahnhof gefunden. Dasselbe wie hier. Matzkalle. Tja. Ja, aber warum haben Sie denn den Produzenten nicht selbst auf dem Bahnhof erwartet? Weshalb haben Sie denn Ihre Freundin Helga Nissen hingeschickt? Ich hab... 2. Februar, Mr. Michael Conray, Chicago. Nein, danke. 30. Juli, Frau Emily Hoffmann, Hamburg. Das könnte immerhin die Tote sein. Kaum, Frau Hoffmann ist über 50 Jahre alt. Ja, dann nicht streichen. Bitte weiter. Vielleicht ist der Pelz gestohlen worden. Man muss doch jeder Spur nachgehen, Herr Kommissar. Und hier der letzte Käufer, Herr Eberhard Eggers, Goethestraße 14, München 2. Wann gekauft? Am 6. Oktober, also vor 4 Monaten. Vielen Dank, Herr Körper. Ja, das wäre alles. Guten Tag. Verzeihung. Dankeschön. Guten Tag, Herr Eggers selbst? Ja, warum? Entschuldigen Sie, Kriminalpolizei. Dürfen wir einen Augenblick stören? Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Wollen die Herren Platz nehmen? Danke, es lohnt sich nicht. Herr Eggers, Sie haben im Pelzhaus Körper einen Azurinmantel gekauft. Stimmt. Ist das neuerdings strafbar? Ist besser, Sie überlassen das Fragen uns. Und so schneller sind Sie uns wieder los. Wenn Sie mir nicht erklären, worum es sich handelt, dann bestehe ich darauf, nur in Gegenwart eines Anwalts Auskünfte zu geben. Wir haben den Tod eines Menschen aufzuklären. Kennen Sie diese Tote? Nein, ist mir völlig unbekannt. Wollen Sie nicht doch? Nein, danke. Darf ich jetzt bitte den Pelz sehen? Da kommt er gerade. Was ist denn mit meinem Pelz? Hätte er noch nicht bezahlt? Also Hella, die Sache ist gar nicht so komisch. Die Herren sind von der Kriminalpolizei, meine Frau. Ja, aber um Gottes Willen. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, wir hatten nur einige Fragen an Herrn Gemahl. Ein sehr schöner Nerz. Bitte darf ich das Etikett sehen? Dankeschön, das wäre alles. Ich bitte um Entschuldigung. Keine Ursache. Tag, meine Herren. Entschuldigen Sie, noch eine Frage. Wann haben Sie den Pelz gekauft, Herr Eggers? Ach so. Ja, das kann ich ehrlich nicht so genau sagen. Ungefähr, nur ungefähr. Ich glaube Herbst, so Oktober. Vielen Dank, Herr Eggers. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, Herr Plötz, ist Ihnen eigentlich gar nicht aufgefallen, dass der Eggers so nervös geworden ist? Der hatte doch gar keinen Grund dazu. Diese Leute haben doch immer ein schlechtes Gewissen. Zoll, Steuerhinterziehung. Und jetzt sagen Sie die Wahrheit oder wir werden Ihre Bücher durchsuchen. Also gut. Herr Eggers war der Käufer. Herr Eggers? Ja. Er hat 2 Pelzmäntel bei mir gekauft. Eine für seine Frau vor etwa einem halben Jahr und einen zweiten vor 4 Monaten. Für seine Freundin Lore Bachmann. Danke, das genügt mir, Herr Körper. Aber ich habe ihm doch mein Wort gegeben, dass es niemand erfährt. Wir werden es ihm bestimmt nicht verraten. Sag mal, was will denn die Kriminalpolizei schon wieder hier? Der Trick mit den Büchern wird bei diesen Brüdern immer. Dieser alte Gauner verlangt 35.000 Mark für einen Nerz. Wenn ich nur wüsste, warum uns die Bachmann ausgerückt ist. Die wusste doch gar nicht, wer wir sind. Na, vielleicht können wir bei dem Eggers mehr erfahren. Wetten? Der ruft ihn an und warnt ihn, wenn er sich von seinem Schreck erholt hat. Na, was habe ich gesagt? Jetzt nehme ich mir noch mal den Eggers vor und Sie leiten eine Fahndung nach der Bachmann ein. In Ordnung, Herr Kommissar.
tut mir leid, dass ich Sie aufhalte. Aber das macht doch nichts. Womit kann ich Ihnen dienen? Sagen Sie, ist der Chef nicht da? Herr Eggers ist schon nach oben gegangen, in seine Wohnung. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Sehr liebenswürdig. Aber ich hätte Herrn Eggers doch lieber persönlich gesprochen. Moment, ich werde ihn herunterrufen. Dankeschön. Herr Eggers, können Sie noch mal herunterkommen? Da ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Ja. Herr Eggers kommt sofort. Dankeschön. Sie interessieren sich für arabische Metallarbeiten? Na, interessieren ist wohl ein bisschen viel gesagt. Ich mag sie gern. Sehen Sie sich doch diese wundervolle Arbeit an. Das gibt's doch heutzutage gar nicht mehr. Dafür haben die Menschen keine Zeit. Ich sage Ihnen... Herr Kommissar? Herr Eggers? Darf ich bitten? Kampers, Sie können nach Hause gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr Eggers, ich will Sie nicht lange aufhalten. Bitte. Sie wissen, warum ich nochmal zu Ihnen komme? Wie soll ich das wissen? Herr Eggers, Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Das ist bestimmt sehr schmeichelhaft, aber ich weiß tatsächlich nicht. Doch, doch, doch. Sie wissen ganz genau, dass ich heute bei Ihrem Freund Körper war, weil er Sie wenige Minuten danach angerufen hat. Also, wie war das nun? Genau an, die da drinnen ist. Und verlassen Sie den Raum durch die andere Tür. Sie kommen zuerst, ich lasse Sie dann rufen, Fräulein Umlauf. Ja, aber Frau Ritter, bitte. Geborene Umlauf. Ja, natürlich, entschuldige. Entschuldigen Sie bitte. Frau Ritter, haben Sie die Frau damals auf dem Bahnsteig gesehen? Nein, nein, ich glaube nicht. Wissen Sie, es waren ja so viele Leute da. Nur an Herrn Arendt, an den kann ich mich ganz genau erinnern. Und wie er versucht hat, das arme Mädchen im letzten Augenblick zurückzureißen. Vielen, vielen Dank, Frau Ritter. Und gehen Sie bitte nach unten, Sie werden nach Haus gebracht. Wiedersehen, Herr Kommissar, wiedersehen. Wiedersehen. Nun, und bei Ihnen, wie war es da, Herr Arendt? Ich weiß es nicht. Ich glaube mich zu erinnern, dass hinter dem Mädchen, das unter den Zug fiel, eine dunkle Dame gestanden hat. Vielleicht. Ich will mich nicht festlegen, wenn ich nicht sicher bin. Nein, Sie sollen niemanden beschuldigen. Sie sollen mir nur sagen, ob Sie die Frau damals auf dem Bahnsteig gesehen haben oder nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sie stand hinter uns. Vielen Dank, Herr Arendt. Sie haben uns sehr geholfen. Sie werden nach Hause gebracht. Guten Nacht. Guten Nacht. Hey, Herr Kollege Schweiger, was haben Sie denn da für ein Apparat? Aus der Herrentoilette eines zweitklassigen Hotels. Der Mann, der dazugehört, wird seit heute Nachmittag von uns ins Gebiet genommen. Wenn wir den weich kriegen, können wir wahrscheinlich die ganze Rauschgiftzentrale aufsieben. Ich wäre darauf nie gekommen. Wer verdächtigt schon an den armen alten Invaliden? Der Toilettenmann mit dem goldenen Arm, das was? Kann man wohl sagen. Für über 30.000 Mark Heroin haben wir aus dem Ding da herausgeholt. Und Sie glauben, dass der Toilettenmann die Drahtzieher kennt? Darauf lasse ich das Ding da. Also, dann guten Appetit. Fräulein Bachmann, wollen Sie mir nicht doch lieber die Wahrheit sagen? Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Einer der Zeugen, die damals dabei waren, als Ihre Freundin Helga Nissen vor den Zug fiel, hat Sie wiedererkannt. Sie haben es vor den Zug gestoßen? Nein, ich nicht. Es war... Halt's Maul! Kampers hat sie gestoßen. Ich wollte sie wirklich zurückhalten. Sie war doch die Falsche. Du Schwein! Nicht doch. Aber wer wird denn? Wieso war Helga Nissen die Falsche? Los, lass die Luft aus dem Reifen. Wir wollten doch. Ich meine, Kampers wollte Lore Bachmann. Ach, so war das. Ihr habt mit dem fingierten Brief Lore Bachmann auf den Bahnhof gelockt. Ja, das war aber auch Kampers Idee. Und statt Lore Bachmann kam dann Helga Nissen.
So war es doch. Und Kampas hat sie vor den Zug gestoßen. Sie hatte doch die Zeitschrift, gerollt in der Hand. Und an den Nerzmantel an. Ha, das war es, der Nerzmantel. Ja, sonst hättet ihr ja niemals Lore Bachmann mit Helga Nissen verwechseln können. Ich habe noch im letzten Moment gemerkt, dass sie die Falsche war. Ich wollte sie zurückreißen. Ich wollte nicht, dass eine Unschuldige stirbt. Ihr Gerechtigkeitssinn ist ja beinahe rührend. Und warum sollte denn Lore Bachmann beseitigt werden? Sie hatte doch den Trick mit den Buddhas entdeckt. Und Eggers erpresst. Zuerst ein Nerzmantel und dann Geld und immer mehr Geld. Und wart ihr zwei das auch, die mich zusammengeschlagen haben? Was sollten wir denn tun, als sie uns überraschten? Das war eure einzige gute Tat. Was habt ihr denn bei der Bachmann gesucht? Den fingierten Brief von der Filmproduktion. Den hatte doch Kampas auf der Maschine hier vom Geschäft getippt. Und wer hat heute Nacht Eggers erschossen? Auch Kampas? Eggers hat die Nerven verloren. Er wollte schon lange abspringen, seit die Bachmann ihn erpresste. Und als sie heute den Buddha kauften, drehte er völlig durch und wollte sich stellen. Vielleicht hofft er dadurch, billiger wegzukommen. Herr Kommissar, Sie werden doch auch nicht vergessen, dass ich Ihnen alles erzählt habe, oder? Leider bin ich für Sie gar nicht zuständig. Da müssen Sie schon meinen Herrn Kollegen bestechen. Trösten Sie sich. Mir haben Sie sicher noch viel zu erzählen. Das neue Morgenblatt. Mord am Bahnsteig 18 aufgeklärt. Das neue Morgenblatt. Das neue Morgenblatt. Rauschgiftzentrale München aufgeflogen, Mörder hinter Schloss und Riegel, Duell der Kommissare. Also doch, Sie schuft sie. Ihr Bild können Sie auf Seite 2 bewundern. Gott, oh Mensch, sind Sie denn verrückt, auf so ein Titelfoto zu verzichten? So verschenkt man seine Karriere. Sagen Sie, haben Sie nicht einen Schnaps da oder einen netten kleinen Mord? Mann Feinde. Nein. Wussten Sie, gnädige Frau, dass Ihr Mann... Kennen Sie Fräulein Lore Bachmann? Glauben Sie, dass die Bachmann... Sie wussten also davon. Herr Teller, bitte gehen Sie gleich in die Wohnung von Herrn Kappas, der ist Angestellter hier im Haus, und fragen Sie ihn, wie lange im Geschäft war, wie lange Herr Eggers Besuch hatte oder ob er Kunden erwartet hat. Gut, danke schön. Nein, nein, kommen Sie, ersparen Sie sich. Ja. Jawohl, ja. Ja, ja, ich habe verstanden. Dankeschön. Vom Präsidium. Unser Mann, der das Bachmannhaus bewacht hat, angerufen. Es ist Licht in der Wohnung. Kommen Sie. Vorsicht, Herr Kommissar. Es muss ja nicht die Bachmann sein. Es können ja auch die Burschen von gestern haben. Ich glaub's zwar nicht, aber sicher ist sicher. Guten Abend, Frau Bachmann. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kriminalpolizei, falls Sie es noch nicht wissen sollten. Starten. Erlauben Sie bitte. Wir kennen uns doch. Darf ich fragen, was Sie von mir wünschen? Ach, Sie kommen wegen des Einbruchs. Darf ich Sie bitte fragen, wo Sie die letzten 3 Tage waren? In Berchtesgaden, warum? Ja, immerhin ist Ihre Freundin umgekommen und Sie fahren gleich weg. Oder wussten Sie nichts davon? Doch, es hat mich so erschüttert, ich musste einfach weg. Sie war meine einzige Freundin, begreifen Sie doch. Und Sie sind heute zurückgekommen? Ja. Wann? Vor einer Stunde ungefähr, bitte.
Und Sie sind gleich hierher gefahren? Ja, natürlich. Wohin hätte ich sonst gehen sollen? Und zu Ihrem Freund Eggers zum Beispiel. Da kennen Sie Herrn Eggers aber schlecht. Ich habe, seit ich ihn kenne, weder seine Wohnung noch seinen Laden betreten. Sie wissen doch, seine Frau. Na, das dürfte mir ja jetzt auch egal sein. Wieso? Herr Eggers ist tot. Er wurde in seiner Wohnung ermordet. Darf ich mich wenigstens noch anziehen? Einen Augenblick, bitte. Herr Kommissar. Ja, danke schön. Abend. Na, was macht denn der Arm, Herr? Hat so schlimm, Herr Kommissar. Ich spüre die Wunde kaum noch. Na, das ist fein. Und Sie nicht mehr böse, dass ich Sie wieder belästige? Noch dazu mitten in den Flitterwochen. Dazu mitten in der Nacht. Aber Herr Kommissar. Pardon, ich habe eine große Bitte an Sie. Bitte, wenn Sie durch dieses Zimmer gehen, sehen Sie sich die Frau genau an, die da drinnen ist, und verlassen Sie den Raum durch die andere Tür. Sie kommen zuerst, ich lasse Sie dann rufen, Fräulein Umlauf. Ja, aber Frau Ritter, bitte. Geborene Umlauf. Ja, natürlich, entschuldige. Entschuldigen Sie bitte. Frau Ritter, haben Sie die Frau damals auf dem Bahnsteig gesehen? Nein, nein, ich glaube nicht. Wissen Sie, es waren ja so viele Leute da. Nur an Herrn Arendt, an den kann ich mich ganz genau erinnern. Und wie er versucht hat, das arme Mädchen im letzten Augenblick zurückzureißen. Vielen, vielen Dank, Frau Ritter. Und gehen Sie bitte nach unten, Sie werden nach Haus gebracht. Wiedersehen, Herr Kommissar, wiedersehen. Wiedersehen. Nun, und bei Ihnen, wie war es da, Herr Arendt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hinter dem Mädchen, das unter den Zug fiel, eine dunkle Dame gestanden hat. Vielleicht. Ich will mich nicht festlegen, wenn ich nicht sicher bin. Sie sollen niemanden beschuldigen. Sie sollen mir nur sagen, ob Sie die Frau damals auf dem Bahnsteig gesehen haben oder nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sie stand hinter uns. Vielen Dank, Herr Arendt. Sie haben uns sehr geholfen. Sie werden nach Haus gebracht. Guten Nacht. Guten Nacht. Hey, Herr Kollege Schweiger, was haben Sie denn da für ein Apparat? Aus der Herrenfrontende eines zweitklassigen Hotels. Der Mann, der dazugehört, wird seit heute Nachmittag von uns ins Gebiet genommen. Wenn wir den weich kriegen, können wir wahrscheinlich die ganze Rauschgiftzentrale aufsieben. Ich wäre darauf nie gekommen. Wer verdächtigt schon an den armen alten Invaliden? Der Toilettenmann mit dem goldenen Arm, das was? Kann man wohl sagen. Für über 30.000 Mark Heroin haben wir aus dem Ding da herausgeholt. Und Sie glauben, dass der Toilettenmann geworden ist, der hatte doch gar keinen Grund dazu. Diese Leute haben doch immer ein schlechtes Gewissen. Zoll, Steuerhinterziehung, was weiß ich. Ich möchte wetten, den Nerz hat auf Geschäftsunkosten abgesetzt. Möglich. Ich möchte bloß wissen, wer für so altmodischen Kram da sein gutes Geld ausgibt. Ich zum Beispiel, wenn ich es übrig hätte. Da schauen Sie sich mal diese schöne arabische Arbeit an. Die möchte ich haben. Naja, die Dummen werden eben nicht alle. Oh, Verzeihung, Herr Kommissar. Aber sehen Sie doch nur mal die Preise ganz da flott. An. Aber er muss doch den Nerz für seine Frau einkalkulieren. 35.000 Mark für einen Pelz. Was? Neue Morgenblatt, Regierungskrise in Rio. Bitte sehr. Wer ist die Tote im Nerz? Das neue Morgenblatt. Zeitung. Oh, Herr Kommissar, persönlich. Wer ist denn nun die Tote im Nerz? Frau Schnauzer, mein Junge. Wer ist die Tote im Nerz? Das neue Morgenblatt. Bodenlose Schweinerei ist das. Das ist doch das Letzte. Möchte nur wissen, wo der Kerl die Frechheit hernimmt. Wenn der mir unter die Finger kommt, der kann was erleben. Was für eine Laus ist Ihnen denn so früh über die Leber gelaufen? Laus? Das ist der richtige Ausdruck für diesen Reporter Kantor. Da,
Lesen Sie selber, Kollege Schweiger. Mord auf Bahnsteig 18. Das unser stadtbekannter Kommissar Plötz. Den heimtückischen Mörder dieses jungen Mädchens bald der Gerechtigkeit zuführen werden. Der Kerl ist ja verrückt. Ein bisschen geschwollen, aber doch sonst ganz schmeichelhaft für Sie. Finden Sie! Hören Sie, wir haben doch nicht den geringsten Beweis, dass das ein Mord ist. Das kann doch ein Unfall sein oder sowas ähnliches. Das Mädchen ist gestolpert oder der Gepäckkarren hat sie angefahren. Es gibt doch keine Schlagzeile für Kantor. Herr Heinemann, rufen Sie sofort die Zeitung an. Der Kantor muss her, tot oder lebendig. Tot oder lebendig. Ach, Sie lachen, Herr Kollege. Na, wie steht's denn mit Ihrer Rauschgiftbande? Die haben Sie doch in München direkt vor der Nase. Haben Sie die schon erwischt? Nein, keinen einzigen. Aber ich kriege sie, und zwar schneller als Sie, Ihren Mörder der Dame in der... Dass ich nicht lache. Unser stadtbekannter Kommissar. Ach, eigentlich gar nicht so wichtig. Kommissar Plötz wollte sich nur für seine netten Zeilen bedanken. Oh, bitte, bitte. Wir sind ein höfliches Unternehmen. Auf Wiedersehen. Bodenlose Schweinerei. Also, der Bursche muss her, tot oder lebendig. Sie finden ihn nicht. Ändern. Mit dem Kantor. Ach so, natürlich, ja. Dankeschön. Heinemann? Wie bitte? Augenblick bitte, ja. Ja, wie war der Name? Rheinberg, ja. Wie Rhein und Berg, aber ohne H, ja. Direktor des Thalia-Theaters. Ja, ja. Wie? Augenblick bitte. Er vermisst seit gestern Abend eine Schauspielerin. Alter und Aussehen treffen auf die Dame im Nerz zu. Soll um 12 Uhr zur Identifizierung kommen? Da kommt auch das Ehepaar, da können wir gleich alles auf einmal erledigen. Können Sie um 12 Uhr kommen? Nein, nicht hierher ins Büro.